Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Ja, heute kommen wir zur 242. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 760. Geschichtsstunde insgesamt. Ja, und heute schließen wir fast schon den fünften, halt, ist es der fünfte? Mal schauen, nee, den sechsten Band der großen Chronik Weltgeschichte ab. Es kommt dann noch in den nächsten 3 Tagen die Biografien zu den großen Persönlichkeiten dieser Zeit aus diesem Band. Aber das Chronologische wird heute abgeschlossen. Aber bevor wir dazu kommen, natürlich wieder zu den aktuellen Ereignissen. Also ansonsten so große Ereignisse habe ich nicht gehabt. Was interessant ist, steht auf ARD-Videotextseite momentan 136. Hoffnung auf Impfstoff gedämpft. Neue Untersuchung von genesenen Covid-19-Patienten dämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine lange Wirksamkeit einer möglichen Impfung. Bluttests der ersten Corona-Patienten in Deutschland, die Ende Januar in der Münchner Münchner Klinik Schwabing behandelt wurden, zeigten ein deutliches Absinken der Anzahl von neutralisierenden Antikörpern im Blut, berichtete Clemens Wendner, Chefarzt der dortigen Klinik für Infektiologie. Dies deutet darauf hin, dass nach durchgemachter Krankheit eine Neuansteckung möglich sei. Das heißt, ihr könnt euch euren Impfstoff dann noch doppelt und dreifach hinten in den Hintern schieben. Erstens ist er unausgegoren. Keiner weiß, ob der mehr Schäden verursacht, als dass er nutzt. Und zweitens scheint er noch vollkommen unsinnig zu sein. Doch wir werden wohl, wie zu allen Zeiten der Menschheit, mit dem Tode leben müssen. Ne? Geht ja auch keiner nicht mehr aus dem Haus, weil draußen Autos fahren. Ja, zum Beispiel. Ja, und dann wollen wir mal schauen. Heute die Zahlen, und da habe ich schon wieder festgestellt, heute hat uns wieder beschissen. Man will nicht unter die 5000 kommen. Gestern war es umgekehrt. Gestern waren es ein bisschen mehr Infizierte gegenüber den Genesenen, und trotzdem ist die Zahl gesunken, weil sie da die 100 vom Vortrag, die sie geklaut haben, dazugetan haben. Heute wird es umgekehrt sein. Die Zahl von gegenüber gestern, was heute sich infiziert hat und dem, was genesen ist, ist niedriger. Das heißt, es müsste eigentlich sinken, aber weil man uns wiederum 100 beschissen hat, geht sie trotzdem wieder nach oben über 100, 5100 noch was. Ich habe noch geguckt, gestern waren es 5092, glaube ich. Ne? Ja. Und heute haben wir 248 gemeldete Neuinfizierte, und da ist Spitzenreiter mit 127 Nordrhein-Westfalen, gefolgt mit 40 Hessen, dann kommt Rheinland-Pfalz, das kleine Rheinland-Pfalz, das bunte kleine Rheinland-Pfalz mit 21, gefolgt von Berlin, dem rot-rot-grünen, superbunten Berlin, und von Bayern, jeweils mit 20. Wahrscheinlich haben sie ihre Testung, die sie jetzt in Masse machen, noch nicht alle gemeldet, die Bayern. Ja, und dann ausnahmsweise mal ein dunkeldeutsches Bundesland, wieder in der zweistelligen Region, Sachsen-Anhalt mit 10, wahrscheinlich durch Magdeburg, wo so viele Damen und Herren aus einer Kultur sich aufhalten, nach denen wir früher Essen benannt haben. Ja. Dann haben wir noch 5 in Niedersachsen, die gemeldet wurden, 3 in Brandenburg und 2 in Thüringen. Und wenn ich das richtig sehe, alle anderen haben eine 0 stehen, unter anderem auch Baden-Württemberg, weil da haben wir schon mitbekommen, die melden immer erst am Dienstag, glaube ich, das erste Mal wieder irgendwelche Zahlen. Da sind es dann plötzlich 80 oder 90. Schauen wir mal. Ja. Gut, das zu den einzelnen Zahlen, und jetzt kommen wir dazu. Wir haben 248 Neuinfizierte, mutmaßlich daran verstorben sind 3 und 300 Genesene. Und da sind wir bei eigentlich einem Saldo von minus 55, und wir haben jetzt 198.804 seit Beginn der Testung kumulativ Infizierte, die irgendwann mal infiziert wurden, aber jetzt nicht mehr alle sind, minus 9063 mutmaßlich daran Verstorbene, minus, und jetzt kommt's, 184.600 Genesene
Und da sind wir wieder bei 5.141, komisch, ne? Über 50 weniger, aber trotzdem sind es wieder mehr. Hängt damit zusammen. Wir erinnern uns, gestern waren es glatt 184.000, nee, 184.400 Genesene, 184.000 glatt waren es den Tag vorher. Und bei 300 Genesenen, die heute dazugekommen sind, laut Meldung, sind das bei mir dann 700, also 184.700, sodass wir eigentlich in Wirklichkeit nochmal 100 abziehen müssten, dann wären wir bei 5.041. Ja, gut. Rechnen ist nicht so die Größe unserer Infektiologen, wie es aussieht, und die, die das übermitteln. Dementsprechend ist die Frage, ob man den Leuten mit allen Aussagen zu ihrem Virus auch trauen kann. Wer nicht einmal 100, 300, also 400 plus 300 rechnen kann. Das sind für mich komische Fachkräfte. Gut, und damit sind wir durch mit dem Aktuellen heute. So viel wollte ich heute nicht machen, weil das andere sind so Sachen, die reichen, auch wenn ich dann soweit bin, dass ich das dann melde. Im Übrigen wird es jetzt zukünftig wieder schneller gehen. Ich habe so ein paar Sachen nebenbei erledigt. Bin ich jetzt durch. Deswegen war bestimmt gemerkt, dass die letzte Zeit immer relativ wenig Posts kamen. Jetzt dürfte das wieder mehr werden. Ja, gut. Und damit kommen wir zur 241. Stunde zur Weltgeschichte nochmal. Der Rückblick. Und da hatten wir gestern vom 23. April 303 das Martyrium des heiligen Georg, wo man wieder eine Riesengeschichte drum gespannt hat, was das so alles gemacht hat, um das Christentum durchzusetzen. Dann haben wir 304 Christenkritiker, Porphyrius stirbt. Das wäre wahrscheinlich einer, der heute bei Facebooks Account gelöscht bekommen hätte, weil er ein Hass und Hetzer, Hassverbreiter und Hetzer ist. Dann haben wir immer noch 304 gehabt, Cosmas und Damian, das waren zwei heute Schutzheilige der Barbiere, Ärzte und Apotheker, die damals geköpft worden sind. Dann hat man 304 im Sassanidenreich, Schapur der Zweite besteigt Thron. Am 25. Juli 306, da hatte ich gestern die Überschrift bei dem Artikel dazu vergessen, Konstantin neuer Kaiser. Den Text, da war alles richtig, aber ich hatte dann festgestellt, beim Anschauen des Videos, Mensch, jetzt hast du vergessen, die Überschrift vorzulesen. Das war dieses Konstantin, neuer Kaiser, wo dann drüber berichtet worden ist, wie im britischen York nach einem Feldzug der gegen Pikten und Skoten der ranghöchste römische Herrscher Constantius Chlorus gefallen war. Ne? Stirbt, genau. Ja, dann hatten wir als nächstes gestern 306 Bau der Maxentiusbasilika, 306 Diokletians Thermen, alles beides in Rom, dann 306 Tod in Trier, da ließ der römische Kaiser Konstantin die fränkischen Fürsten Askarich und Megoreis köpfen, dann 306 Kaisertreffen in Carnuntum, wo der Kaiser Diokletian nochmal versuchte, seine Tetrarchie, seine Viererherrschaft neu zu etablieren. Dann hat man Fokus, Hort der Gemeinde, christliche Gotteshäuser werden gebaut. Und der 28. Oktober 312, Kampf um Macht im Staat an der Milvischen Brücke. Das war zwischen Konstantin und Maxentius. Und das war dann der Untergang der Wissensgesellschaft der Antike. Denn weil er da sagte, ich habe da die Zahl, das Zeichen der Christen drauf gemacht bei meinen Soldaten und habe da eine Erscheinung am Himmel gesehen. Jetzt ist das Christentum meine Staatsreligion, weil er die Schlacht gewonnen hat. Und heute geht es weiter. Aber bevor es weitergeht, gehen wir erstmal noch einen Schluck Milch, fällt mir ein. Und heute durfte man eigentlich mit der Zeit gar keine Probleme kriegen, weil die letzten Seiten, das sind nur noch 8 in diesem Band, also 2 weniger als sonst. Wie gesagt, morgen kommen dann noch die Biografien. So, da haben wir erstmal das Jahr 312 noch einmal. Und damals erstes Konstantins Münzreform. Nach dem Sieg über Maxentius führt Kaiser Konstantin eine Münzreform in Rom durch. Sowohl die Goldprägung in Klammern Solidus, Klammer zu, als auch die Silberprägung in Klammern Miliarense, Klammer zu,
werden verbessert und das Gewicht des Solidus auf den 72. Teil des Pfundes festgelegt. Der Solidus löst den bis dahin gebräuchlichen Aureus ab, eine 8,19 Gramm schwere Goldmünze, die bereits seit der Herrscherzeit von Sulla im Umlauf ist. Ein kurzes Bäuerchen, noch ein Bild dazu. Unter Konstantin gewinnt die neue Währung des Solidus über die Reichsgrenze hinaus große Bedeutung. In Klammern Kopf des Konstantin, Konservatorenpalast in Rom, Klammer zu. Das erste Bild für heute. Aber nochmal, wir hatten ja schon mal gesehen. Hier ist also, oder hat man, nee, Konstantin hat man glaube ich noch nicht. Das ist in jedem Fall. Und weiter geht's mit 312, Martyrium des Lukian. Lukian von Samosata erleidet in Nikomedia das Martyrium, nachdem er ein öffentliches Glaubensbekenntnis abgelegt hatte. Der Theologe gilt als Begründer der antiochenischen Exegetenschule. Er ist Lehrer der späteren Arianer, zum Beispiel von Eusebius von Nikomedia. Das Grab des Märtyrers wird zur Pilgerstätte. Ende des 4. Jahrhunderts wird Lukian heilig gesprochen. Und dann haben wir noch eine Randbemerkung, bevor ein größerer Artikel kommt, nochmal aus dem Jahre 312. Auf dem Forum Romanum lässt Kaiser Konstantin die Maxentius-Basilika fertigstellen. Das Bauwerk wird mit einer kolossalen Statue des Konstantin geschmückt. Und weiter geht's mit dem größeren zweiseitigen Artikel, den ich schon angekündigt habe, um 312, Förderin des Christentums. Flavia Julia Helena, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin I., lässt sich taufen. Sie spielt damit eine bedeutende Rolle auf dem Wege des Christentums von einer verfolgten Religion hin zur Staatsreligion. Helena wird vermutlich in Drepanum geboren, später wird der Ort ihr zu Ehren in Helenopolis umbenannt. Was ihre Herkunft angeht, ranken sich viele Legenden um Helenas Person. Je nach Quelle wird sie als Stallmagd aus Aquitanien, als englische Königstochter oder als eine in Anführungszeichen in Trier geborene Anführungszeichen Ende bezeichnet. Fest steht, sie ist Konkubine des römischen Kaisers Konstantius und Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen. Die Tatsache, dass Konstantins Vater Konstantius Helena aufgrund ihrer niederen Herkunft verstößt, um eine ebenbürtige und legitime Ehefrau an seiner Seite zu haben, wird von den Geschichtsschreibern wohlweislich verschwiegen. Das Blatt wendet sich für Helena, als ihr Sohn Konstantin zum Kaiser gekrönt wird. Er holt im Jahre 306 seine Mutter an den Kaiserhof und ernennt sie zur Augusta. Die ehemalige Konkubine übernimmt ihre öffentliche Rolle selbstbewusst und zielstrebig. 312 bekennt sich Helena zum Christentum. Da sie großen Einfluss auf die Einstellung ihres Sohnes in Bezug auf den Glauben hat, gewährt Konstantin den Christen im Jahre 313 die volle Freiheit des Bekenntnisses sowie der Verkündigung und sucht eine enge Zusammenarbeit mit der Kirche im Interesse der Einheit seines Kaiserreiches. Zahlreiche Kirchenbauten werden in der Folge von Helena veranlasst, so die Grabeskirche in Jerusalem, die Geburtskirche Jesu in Bethlehem sowie die Apostelkirche in Konstantinopel. Helena fordert den Ausbau Konstantinopels zur neuen römischen Hauptstadt und setzt ihren Reichtum ein, um in Palästina und Kleinasien Kirchen einzurichten. Sie interveniert bei religiösen Kontroversen und enthebt den ihr nicht genehmen Bischof von Antiochien seines Amtes. Damit baut sie ihre Stellung als römische Herrscherin Augusta aus.
Schon von ihren Zeitgenossen wird Helena als edle Mutter und fromme Christin, als Bekehrerin des Abendlandes verherrlicht. Die Christianisierung wird zu einer Gabe der Kaisermutter erklärt und die Kaiserfamilie zum Vorbild der christlichen Familien stilisiert. Auch die Auffindung des Heiligen Kreuzes in Jerusalem wird einer Legende nach Helena zugeschrieben. In Santa Croce in Rom werden bis heute drei Bruchstücke sowie ein Nagel, die angeblich vom Kreuz Christi stammen, verehrt. Darüber hinaus zwei Dornen der Dornenkrone, ein Stück der Inschrift in Anführungszeichen Inri, Anführungszeichen Ende, und der Finger des Apostels Thomas, den dieser nach der Auferstehung Christi in dessen Wunde legte. Um das Kreuz zu finden, zieht Helena nach Jerusalem. Der befragte Levit Judas verspricht dem Hohen Rat, sein Wissen nicht kundzutun. Aber Helena lässt ihn in einen trockenen Brunnen werfen. Nach 7 Tagen fleht Judas um Gnade, wird herausgezogen und zeigt die ihm bekannte Stelle auf dem Berg Golgatha, über die Kaiser Hadrian einen Venustempel hatte erbauen lassen. Nachdem dieser abgetragen ist, fördert Judas 3 tief eingegrabene Kreuze zutage. Nacheinander werden sie auf einen Leichnam gelegt und Helena erkennt das Kreuz als das Richtige, das den Toten zum Leben erweckt. Judas lässt sich daraufhin taufen und wird als Quiriakus Bischof von Jerusalem. Was für eine schöne Geschichte wieder. Ja, in Geschichten erzählen sind die monotheistischen Religionen, ist ja auch bei den Moslems und beim Judentum so, sind die richtig gut. Ne? Ja, da haben wir noch ein Bild dazu. Die heilige Helena, Mutter Konstantins. Neben der Kreuzfindungslegende wird Helena auch die Übertragung des heiligen Rocks Christi nach Trier zugeschrieben. In Klammern Fresko aus der Elmali-Kilise-Apfelkirche in Göreme in der Türkei, Klammer zu. Ich wiederhole es nochmal, Elmali-Kilise-Apfelkirche, heißt wirklich Apfelkirche. Ja. So werden Geschichten und Legenden um jene erfunden und ausgeschmückt, die das vorantreiben, was die jüdisch-christlichen Machthaber wollen. Ja, weil wir so wissen ja, eigentlich ist ja das Christentum und Judentum aus derselben Wurzel. Bloß wollten die Christen ein bisschen mehr und deswegen haben sie gesagt, wenn wir ein bisschen mehr wollen, können wir mit der Sekte Judentum nichts anfangen. Wir machen unsere eigene katholische Kirche. Das war der einzige Grund, warum die sich getrennt haben. Und weiter geht's mit einem Fokus. Heilige Klänge. Musik in der Liturgie. Mit der Tolerierung des Christentums im Römischen Reich ab dem Jahre 313 und seiner Förderung durch Kaiser Konstantin setzt die Etablierung und öffentliche Präsenz der Kirche ein. Die eng in die Liturgie eingebundene Kirchenmusik erlebt in dieser Epoche eine Blütezeit. Los geht's! Musik, in der Spätantike ein Bestandteil des alltäglichen Lebens, spielt auch im Christentum von Beginn an eine große Rolle. Hinweise auf die Wertschätzung der Musik finden sich wiederholt im Neuen Testament, etwa die Aufforderung des Apostels Paulus an die Kolosser im kleinasiatischen Phrygien, Zitat, lehret und ermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern, Zitat Ende. Und auch mal bei euch. Allerdings sind kaum Zeugnisse der frühchristlichen Musik erhalten. Als sicher gilt, dass die alttestamentarischen Psalmen die Grundlage der kirchlichen Gesänge bilden.
Darüber hinaus sind Texte von nichtbiblischen Hymnen überliefert. Die melodische und rhythmische Gestalt der Gesänge liegt im Dunkeln. Nur ein einziges Dokument ist erhalten. Auf einem Papyrus aus der altägyptischen Stadt Oxyrhynchus findet sich auf der Rückseite einer Getreiderechnung das Fragment eines frühchristlichen Hymnus. Der griechische Text aus der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts ist mit Buchstaben, Notation und Zusatzzeichen versehen, sodass sich der Melodieverlauf rekonstruieren lässt. Die Bedeutung des Dokuments ist jedoch strittig, da die Christen keine Notenschrift benutzen, sondern die Melodien oder Lieder mündlich tradieren. Insofern erlaubt der Oxyrhynchus-Hymnus kaum Rückschlüsse auf die Kirchenmusik der Zeit. Und der erste und einzige Unterabschnitt zu diesem Fokus: improvisierte Formen. Die ersten Christengemeinden orientieren sich in der Gestaltung ihrer Gottesdienste am Vorbild anderer Religionen, am Judentum und den vom Hellenismus beeinflussten Kulten der Mittelmeerregion. Die Lesungen und der dazwischen eingeschobene Psalmengesang sind ein jüdisches Erbe. In anderen Bereichen treten insbesondere im 4. Jahrhundert immer stärker lokale Bräuche hervor. Feste liturgische Formen bilden sich erst allmählich heraus. Zunächst werden innerhalb einer losen Ordnung improvisierte Teile eingefügt, wobei alle Gemeindemitglieder aufgerufen sind, Gebete, Lieder oder Bibelauslegungen beizutragen. Im 4. Jahrhundert tritt hier ein allmählicher Wandel ein. Es entstehen liturgische Zentren, in denen jeweils für ein bestimmtes Gebiet auch ein immer fester gefügtes Gesangsrepertoire für das Kirchenjahr zusammengetragen wird. Dabei ist es eine schwierige Gratwanderung, die von der Bevölkerung geschätzten Bräuche aufrechtzuerhalten, andererseits die Traditionen so umzudeuten und zu gestalten, dass sie christlichen Vorstellungen entsprechen. Immer wieder wird das Primat des Wortes betont. Die Musik soll dem Lobpreis Gottes dienen und die Seele der Gläubigen erfreuen und stärken. Der Prediger und spätere Bischof von Konstantinopel, Johannes Chrysostomus, in Klammern 354 bis 407, Klammer zu, unterstreicht den Einfluss der Musik auf die menschliche Seele. Zitat: Denn nichts, schon gar nichts, erbaut die Seele so sehr und beflügelt sie, löst sie von der Erde und befreit sie von den Fesseln des Leiblichen, wie die Melodie der Musik und ein mit Rhythmus erfülltes göttliches Lied. Zitat Ende. Kirchenvater Ambrosius setzt unter anderem mit seinen Hymnen wichtige Akzente. Über Art und Umfang der musikalischen Beiträge zum Gottesdienst vertreten die Kirchenväter allerdings unterschiedliche Auffassungen. Augustinus in Klammern 354 bis 430, Klammer zu, fasst in seiner in Anführungszeichen Confessiones, Anführungszeichen Ende, den Zwiespalt zusammen. Zitat: Und so schwanke ich hin und nochmal, und so schwanke ich hin und her zwischen der Gefahr der Sinnenlust und der Heilsamkeit des Kirchengesanges, die ich selbst erfahren. Anführungszeichen Ende oder Zitat Ende. Aus dem Gottesdienst verbannt wird alles, was an weltliche Freuden und an Gebräuche anderer Religionen erinnert. Instrumente sind, außer der Kitara, wenn sie bei Andachten im häuslichen Bereich gespielt wird, ebenso verboten wie Klatschen und Tanzen. Hinweise auf die Verbote lassen darauf schließen, dass nicht alle Christengemeinden die Vorschriften einhalten. Strittig ist, inwieweit Frauen an der Kirchenmusik mitwirken dürfen.
Zwar herrscht weitgehende Übereinstimmung, dass gerade im Gesang die Einheit der christlichen Gemeinschaft hergestellt werde, doch entsteht in einem gemischten Chor durch den Oktavabstand eine Polyphonie, die als anstößig empfunden wird. Ja, was haben wir gelernt? Man hat so ein bisschen die Tradition, die Bräuche der alten Kulturen so vereinnahmt und hat sie so ein bisschen nach und nach umgedreht, dass es so sich aussah, als ob es christliche Traditionen wären, dass es passte. Ähnliches erleben wir ja jetzt mit der Islamisierung, wo dann diese christlichen Feste wie Weihnachtsmarkt nur noch Wintermarkt heißen und so weiter, damit das nicht mehr die Islamer stört. Ne? Ja, und Verbote, Verbote, Verbote. Jede Freude, jeder lustige Tanz, alles verboten. Passt doch dieser Virus momentan der Kirche wunderbar, ne? Wir sollen alle nur noch schuften, damit Migration bezahlt wird, damit die Kirche gut lebt und unsere Barzarten da oben. Aber mit Tanzen, Feste oder so, ganz gefährlich, da sterbt ihr dran. Man könnte fast denken, dass das irgendwie von denen mit eingerührt worden ist, ne? Ja, weiter geht's mit zwei Bildern. Kirchenvater Ambrosius, Zitat, sobald der Psalm ertönt, wird alles still. Zitat Ende. In Klammern, Deckenfresko, Venedig, 14. Jahrhundert, Klammer zu. Aber ja nicht freudig und tanzend musizieren, sondern in sich hineinkrummeln, an das Ende der Welt denken, wenn man nicht gottesfürchtig ist. Covid-19, der passende Virus für die Kirche. Und weiter geht's, da ist alles drin, was die gebrauchen können. Weiter geht's mit dem zweiten Bild. Die Kithara ist bei Andachten im häuslichen Bereich zugelassen. Alle anderen Instrumente sind verboten. Ja, kann man ja. Grün verbieten, ja, alles. Ne? Die neue Religion, die Kirche passt sich überall an. Die Umweltreligion, die Klimaschutzreligion. Verkündiger sind die Grünen und ihre Heilsbringerin ist Frau Merkel und Frau von der Leyen. Mamma mia, wo sind wir hingeraten? In welches rückständige Denken aus längst vergessenen Zeiten. Weiter geht's mit dem 13. Juni 313. Mailänder Toleranzedikt, Religionsfreiheit für Christen. Da ging's los. Dann haben sie gezeigt, andere haben nicht so viele Freiheiten, da verbieten wir alles. Im Mailänder Toleranzedikt räumen Konstantin und sein Mitregent Licinius den Christen völlige Religionsfreiheit ein. Sie sichern den ehemals verfolgten Bürgerrechte und die Rückgabe ihres konfiszierten Besitzes zu. In Anführungszeichen über die Wiederherstellung der Kirche, Anführungszeichen Ende, ist das Schreiben betitelt, das weit über ein 2 Jahre zuvor von Galerius veröffentlichtes Toleranzedikt hinausgeht. Zitat: Ungehinderte und uneingeschränkte Freiheit in Ausübung ihrer Religion, Zitat Ende, garantieren die beiden Kaiser den Christen. Güter, Gebäude und Grundstücke, die über die Jahrhunderte der Verfolgung enteignet worden waren, seien an die Kirchen zurückzugeben. Konstantin und Licinius erlassen noch weiter reichende Verfügungen. Gefangene, auch Christen, dürfen nicht mehr, Zitat, am Gesicht, gebrandmarkt werden, Denn das nach dem Gleichnis der himmlischen Schönheit gebildete Antlitz darf nicht geschändet werden. Zitat Ende. Der Sonntag wird als allgemeiner Feiertag eingeführt. Außer den Landwirten sollen alle Berufstätigen am, Zitat, verehrungswürdigen Tag der Sonne, Anführungszeichen Ende, Zitat Ende, ruhen. Punkt. Die Kleriker erhalten Privilegien. Unter anderem sind sie von öffentlichen Dienstleistungen befreit.
Neben staatlichen werden auch bischöfliche Gerichte als vollgültig anerkannt. Die Kreuzigungsstrafe als eine für Christen besonders anstößige Bestrafungspraxis wird abgeschafft. In diesem Zusammenhang schreibt Licinius an seinen Statthalter in Bithynien, Zitat: Wir sollten allen, den Christen wie den übrigen, die Freiheit und die Möglichkeit geben, derjenigen Religion zu folgen, die ein jeder wünscht, auf das, was an göttlichem und himmlischem Sitze thront, uns und allen Reichsangehörigen gnädig und gewogen sein möge. Zitat Ende. Ja, wie gesagt, wir werden es noch erleben, wie tolerant die Christen dann zu den anderen waren, zu den anderen Kulten, Religionen etc. Hier waren null tolerant, die haben jeden verfolgt und am Scheiterhaufen verbrannt, der ihnen nicht in den Kram gepasst hat. Ja, großer Fehler vom Herrn Konstantin, ne? Den haben wir das zu verdanken. Weiter geht's mit dem letzten Unterabschnitt. Sprengung der Fesseln. Das Toleranzedikt ebnet der Kirche den Weg in die lang ersehnte Freiheit, die sie während Konstantins Alleinherrschaft ab 324 gänzlich erreicht. Durch die neu gewonnenen Freiheiten bahnen sich zunächst nicht im römischen Staat die größten Veränderungen an, sondern, jetzt geht's weiter, deswegen habe ich jetzt überlegt, sondern in der christlichen Kirche selbst. Beinahe drei Jahrhunderte hatte sie immer im Gegensatz zur politischen Gewalt gelebt. Und noch unmittelbar vor ihrer Anerkennung wurde sie bis aufs Messer bekämpft. Nun war die Kirche frei und spielt plötzlich auch in der Politik eine gewichtige Rolle. Vor allem mit den folgenden christlichen Kaisern. Kurz vor seinem Tode im Jahre 337 lässt sich auch Konstantin taufen und bekennt sich zum Christentum. Ja. Und seitdem ist es so geblieben. Egal wer gerade die Herrschaft übernommen hat. Die Kirche, egal was für Halunken das sind, ist immer auf deren Seite. Außer wenn es wirklich mal Leute sind, die was fürs Volk tun wollen. Richtig fürs Volk tun wollen. Da sind sie komischerweise immer total die Gegner und Widerstandskämpfer. Gibt es genügend Beispiele in der Geschichte. Das mag die Kirche gar nicht, wenn diese Herrschaftsordnung verloren geht. Ja. Dieses Wechselspiel Kirche für die Herrschenden, Herrschenden für die Kirche, schön untereinander aufteilen, den Rest, den kriegt dann das Volk, was noch übrig bleibt. Weiter geht's mit zwei Bildern. Konstantin lässt sich kurz vor seinem Tode im Jahre 337 taufen. In Klammern Gemälde von Pierre Puget, Musée de Beaux-Arts in Marseille, 17. Jahrhundert, Klammer zu. Musée de Beaux-Arts, ich nehme an, schöne Künste, ne? Würde ich mal so übersetzen. Bin zwar jetzt nicht so der Französisch-Kenner, muss ich zugeben. Also ein paar Bruchstücke, weil sie auch viel Ähnlichkeiten mit dem Englischen und dem Deutschen manche Begriffe haben. Beaux-Arts, Museum der schönen Künste, würde ich es mal übersetzen, ne? Bild, wie er getauft wird, der erste christliche Kaiser des Römischen Reiches sozusagen. Und dann haben wir noch die Regierungszeit Kaiser Konstantins hat der antiken Welt gravierende Umwälzungen gebracht. In Klammern Reiterfigur von Konstantin dem Großen von Gian Lorenzo Bernini, Petersdom, Rom, 17. Jahrhundert, Klammer zu. Ich glaube, die richtigen eingefleischten Römer, die auf ihre Kultur, auf ihre Errungenschaften, auf ihre Wissensgesellschaft stolz waren, die haben ihn ganz sicher nicht als den Großen angesehen, sondern als den Verräter am römischen Kulturgut, am römischen Volk, an der römischen Geschichte. Ja. So würde ich jetzt, wenn ich Römer wäre, der auf meine Kultur stolz war und ist, diesen Konstantin damals wohl bezeichnet haben. Und das ist und war zu allen Zeiten so. Und ist mitnichten etwas Kriminelles, sondern es ist nur eine Meinung und eine Einstellung.
Und die wird dann von solchen Leuten wie Konstantin kriminalisiert, damit man dann die anderen verfolgen kann. Nachdem man die anderen, die man vorher verfolgt hat, zum Heiligen erklärt hat. Ja, und bevor wir noch zu einem Fokus kommen, dem letzten Artikel praktisch aus diesem Band 6, noch einen Schluck Milch, einen Schluck Kaffee. Da sind wir bei dem Fokus. Nur ein Glaube im Reich. Christentum wird Staatsreligion. Das Christentum erlebt im 4. Jahrhundert den ersten Höhepunkt seiner Macht und wird zum entscheidenden Faktor der Geschichte des Abendlandes. Binnen einer 300-jährigen Historie hat sich die Bewegung von einer kleinen jüdischen Sekte zur Staatsreligion des Römischen Reichs entwickelt. Ja, wie gesagt, es passt immer, immer so Juden, Christen, bla bla bla. Ja, und los geht's. Der Verfolgung und Verleumdung folgt öffentliche Anerkennung und die Gefahr neuer Abhängigkeiten. Der atemberaubende Wandel bringt dramatische Veränderungen für das kirchliche Selbstverständnis und reichlich Unsicherheiten für den Fortbestand der antiken Gesellschaft mit sich. Denn der von Konstantin begründete Bund von Staat und Kirche stößt die Christen auch in politische Verantwortung. Mit dieser hatten sie bis jetzt noch nie etwas zu tun. Geistliche und theologische Fragen werden mit einem Male zum Politikum und geben noch dazu den politischen Gegensätzen und Auseinandersetzungen ein ganz neues Profil und nicht zuletzt auch reichlich Sprengstoff. Ja, meckern kann man viel, aber dann immer selber, oh, jetzt muss ich ja selber mitentscheiden. Weiter geht's mit dem ersten Unterabschnitt zu diesem Fokus. Kampf dem Heidentum. Ja, da wurden dann die anderen bekämpft. Mit Christus im Schilde hatte Konstantin die Macht im Römischen Reich erkämpft und das Christentum zur gleichberechtigten Religion neben den heidnischen Kulten erklärt. Einige Christen wollen jedoch noch weitergehen. Der römische Senator Firmicius Maternus, ein hochangesehener Rhetor, fordert um 347 die Kaiser zur Ausrottung des Heidentums auf. Ne, schau an, kaum sind sie die Staatsreligion, wollen sie alle anderen ausrotten. Als Ausweis, Zitat oder Anführungszeichen, göttlicher Tugend, Anführungszeichen Ende, sollten Tempel zerstört, Götterstatuen eingeschmolzen und die in Anführungszeichen ungeheuerlichen Verbrechen des Götzendienstes, Anführungszeichen Ende, scharf verfolgt werden. Oh, wie haben sie gejammert, die Juden und die Christen, wenn sie verfolgt wurden in den Jahrhunderten vorher. Oh, Gottes Willen, was für böse Menschen die anderen sind. Aber kaum haben sie selber gemacht, treiben sie es 10-mal schlimmer als jeder normale Mensch, der sich nur seine Haut erwehrt gegen solche Leute, die sich Christen und Juden und Moslems nennen. Ne? Ja. Diese monotheistischen Religionen. Deswegen kann ich mit denen absolut nichts anfangen. Es sind heuchlerische Ideologien, die sich den Namen Religion gegeben haben, um von den Herrschenden freie Hand zu bekommen, andere zu unterdrücken. Die Forderungen kommen der kaiserlichen Religionspolitik entgegen. Konstantius II. Lässt Tempel schließen und entfernt im Jahre 357 Kultaltäre aus einem Palast. Auch der christliche Pöbel ist mobilisiert. In Kleinasien und Syrien schänden und zerstören Christen Tempel und Götterfiguren. Das machen sie gerne. Anderen ihre Sachen verbieten, das kennen wir ja gerade in unserem Land. Alles, was nicht mehr in die christliche, jüdische und muslimische Kultur gehört, das ist Nazitum, muss verboten werden, das ist ganz, ganz schlimm, das ist kriminell. Ihr treibt es genauso wie immer und eure Herrschenden, die ihr unterstützt, die durch euch in eure Ämter gekommen sind, die machen fein mit, weil wenn sie es nicht machen, dann geht es wie ein Kämmerich, da sind sie der letzte Arsch und werden mit einem Arschtritt weggeschoben. Die Gegenreaktion bleibt nicht aus. Als 361 der vom christlichen Glauben zum neuplatonisch geprägten Heidentum konvertierte Julian, in Klammern, in Anführungszeichen, der Abtrünnige, Anführungszeichen, Ende, Klammer zu, den Kaiserthron besteigt, scheint eine Renaissance für das Heidentum anzubrechen.
Geschickt versucht der Kaiser, das Ansehen der heidnischen Priester aufzuwerten. Als in Anführungszeichen Pontifex Maximus, Anführungszeichen Ende, und damit als Herr auch über die Religion will Julian durch eine Reform des Priesterstandes das Heidentum zum alten Ansehen führen. Selbstkritisch fordert er die Heiden zu neuer Glaubwürdigkeit und zur, in Anführungszeichen, Menschenfreundlichkeit, Anführungszeichen Ende auf. Zitat: Ist es doch eine Schande, wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss, während die gottlosen Christen sogar neben ihren Armen noch die unsrigen ernähren, die unsrigen aber Hilfe von unserer Seite offenbar entbehren müssen. Zitat Ende. Christlichen Lehrern erteilt er Berufsverbot. Von Wahrsagern lässt er sich zu einem Feldzug nach Persien verleiten. Ein Sieg soll die Macht der Heidengötter beweisen. Kurz darauf, im Juni 363, fällt Julian im Kampf. Die Heiden erklären ihn zum Heiligen. Sein Nachfolger Valentinian aber setzt die christenfreundliche Politik von Julians Vorgängern fort. Doch auch untereinander sind sich die Christen in ihren Ansichten alles andere als einig. Spannungen und persönliche Differenzen zwischen den einzelnen Bistümern flammen auf. Zum Beispiel zwischen Alexandrien und Antiochien. In Antiochien amtiert Meletius aus Armenien, ein eloquenter Theologe, der es versteht, die verschiedenen Strömungen für sich auszunützen und seine Anhänger hinter sich zu versammeln. Unglücklicherweise hat man seinen Gegenbischof, in Klammern Paulinus, Klammer zu, in Rom schon anerkannt. Paulinus kann aber kein kirchliches Gewicht in die Waagschale werfen. Und Meletius beansprucht die theologische Richtlinienkompetenz. Je länger der Streit dauert, desto weniger ist einer von beiden imstande, sich zurückzuziehen. Und so hemmt die Animosität der beiden lange Zeit den Fortgang des Einigungsprozesses der Kirche. Und der letzte Unterabschnitt zu diesem Fokus: Aufschwung für die Kirche. Ein Durchbruch wird 380 erzielt, als Kaiser Theodosius das Christentum zur einzig erlaubten Religion erklärt. Wie schnell das ging, ne? Sein Bestreben ist hierbei, wie bei den früheren Kaisern, einen einheitlichen Glauben im Reich zu stiften und auf diese Weise die Einheit im Reich voranzutreiben. Kaiser Theodosius geht massiver als alle bisherigen christlichen Kaiser gegen das Heidentum vor. Er verbietet 391 den Besuch von Tempeln und die Darbringung von Opfern, sowie im Folgejahr auch die Verehrung von Kultbildern. Genauso wie man uns heute unsere Pflege unserer germanischen Traditionen etc. verbietet, indem man daraus macht verfassungsfeindliche Kennzeichen, wenn man eine Rune benutzt zum Beispiel. Zudem unterstützt er die Bestrebungen von Bischöfen, heidnische Tempel in christliche Kirchen zu verwandeln. Jetzt bauen wir die Kirchen in Moscheen, was Unruhen unter den Heiden auslöst. Die staatliche Unterstützung bringt der Kirche starken inneren Aufschwung und unzählige neue Mitglieder. Die meisten spätantiken Christen stehen dem Staat positiv gegenüber. Neue Kirchenbauten, durch den Kaiserhof finanziert, bieten den riesigen Gemeinden genug Platz für ihre Gottesdienste. Die mussten auch die Heiden damit finanzieren, weil der auch Steuern bezahlt, ne? Zu Zeiten der Verfolgung gehörten Bekennermut und Risiko dazu, sich der Kirche anzuschließen. Nun bekehren sich Menschen aus nicht nur hehren Motiven zum Glauben. Im Bewusstsein, das Volk wird die Kirche legitime Nachfolgerin der heidnischen Kulte, ja, schnell mal als männlichen Gewände, wie viele nach der Wende jetzt hier im Osten, ne, die auf einmal kirchlich geworden sind. Für viele getaufte Christen sind die Unterschiede nicht deutlich. Die Schwelle, um Christ zu werden, ist so niedrig wie nie zuvor. Ja, was denken, wie viele früher Kommunisten waren und jetzt auf einmal in die Kirche rennen? Ich könnte mich immer wieder amüsieren, ehrlich, ne? Ja, dann haben wir zwei Bilder dazu. Das Christogramm XP, in Klammern griechisch Chiro, Klammer zu,
als Abkürzung des Wortes Christus ist noch Kreuz und Fisch das am häufigsten verwendete christliche Glaubenszeichen. So dieses Zeichen, was die Römer, das römische Heer, die Leute, die Soldaten des römischen Heeres tragen mussten, als er gegen Maxentius für Konstantin in Schlacht vorging. Ja, und dann kam das Schlimme, das dunkle Zeitalter der Kirchenmacht, der absoluten Kirchenmacht, kam über die Welt, erst über Europa und dann über die ganze Welt. Und weiter geht's mit dem letzten Bild. Zur Kreuzform umgestaltetes XP mit den griechischen Buchstaben Rho, Alpha und Omega als Allegorie von, in Anführungszeichen, Christus als Anfang und Ende, Anführungszeichen Ende. Wenn man das mal so sieht, er weiß jetzt auch, was das bedeutet. Ja, sind wir doch wieder bei 45 Minuten gekommen, aber es waren zwar heute nur 4 Seiten, 8 Seiten, aber gerade mit diesen ganzen Dingen dazu, da war wieder sehr viel, ja, Bedarf, denke ich mal, ein paar Kommentare einzufügen. Ja, das sind meine persönlichen Meinungen, muss nicht jeder teilen, aber man sollte sie sich anhören und mal drüber nachdenken, die dann halt mal Note hier, und deswegen sind es wieder 46 Minuten schon wieder, und deswegen sage ich nur noch, ich hoffe, es ist wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei gewesen, dass einiges Wissen wurde neu hinzugefügt oder altes Wissen wieder aufgefrischt, Anregungen zum Nachdenken über das, was uns heutige Historiker und kirchliche Historiker und sonst was für Historiker über bestimmte Zeiten erzählen und über bestimmte Personen, ob es nicht vielleicht auch anders gewesen sein kann, ob es vielleicht genau entgegengesetzt ist, sondern die Leute und die Geschichte nur so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird, weil sie gerade heute den Leuten gut so in den Kram passt. Ja, und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat, wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei Facebook und YouTube, und damit verbleibe ich wie immer mit. Haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.